Hallo zusammen, Iceberg in der Haus und nach längerer Zeit mal wieder ein Retro-Let's Play. Ihr seht es schon, Track and Field von Konami aus dem Jahr 1983. 1984 von Atari auf verschiedene Computersysteme, wie zum Beispiel hier auf den C64 gebracht. Jo, und das spielen wir. Und natürlich, wenn man Track and Field benutzt, braucht man natürlich den hochheiligen Competition Pro. Darunter geht mal gar nichts. Und bevor ich mich jetzt totlabere, legen wir los. Auf geht's. So, Level of Difficulty lassen wir alles. Number Players, Controllers, Game, bla bla bla. Lassen wir alles. Und normal. B, C, D, E. Zu weit. I. Und als erstes kommt das 100-Meter-Saufen. Und auf geht's. Und es rüttelt und es schüttelt. Und auf mein Handgelenk. Und what the fuck? Sogar noch verloren. Das ist peinlich, aber egal. Bleibt jetzt drauf. Ja, bin als Player One, ja, aber trotzdem verloren. So, der Eisprung, Weitsprung, auch Long Long Jump genannt. Und rüttel die, rüttel die, rüttel die. Gleichzeitig, 48 Grad sind ein bisschen doof, aber vielleicht packen wir die 7,10 Meter. Das war eng. Ah. Früher bei den Automaten war es interessanter, war dieses ganze Beschleunigen nicht mit Joystick krütteln, sondern mit diesen Tasten und Markern an Feuerzeuge und Bonbonkarten benutzt. Übersprung. Das war gar nichts. Vor lauter Erzählen faul hingelegt. Na egal. Entschuldigung. Und es kommt noch eine Disziplin nachher, bei der könnte wieder versagen. Oje. Pff. Ups. Das wollte ich nicht. Das wollte ich ehrlich nicht. So. Winner, Winner, Chicken Dinner. Ah ne, anderes Spiel. Entschuldigung. Indem ich schlecht bin. Javelin Throw. Das war eng mit der Linie, das war eng mit der Linie, bitte, bitte, bitte. Nein, er hat's nicht gemacht. Das ist, wenn dieser Speer losgeht, seht ihr, wie euer Spielfigur noch ein klein wenig Richtung Linie geht. Das ist ätzend. Das war viel verschenkt. 3, 4, 5. Aber es reicht, oder? Die Disziplin haben wir abgehakt. Ich glaube, die nächste Disziplin ist dann nachher die Killer-Disziplin. Das ist der Hammerwurf. Weil da ist es sehr blöde. Das sehen wir gleich. Das Problem am Hammerwurf ist halt, ihr drückt nur einmal einen Knopf und müsst dann im richtigen Zeitpunkt nochmal einen Knopf drücken. Und das kann man sehr schnell versauen. Aber mein Handgelenk hält noch durch. Das ist gut. Gut im Gegensatz zu meiner Schulter. Next, please. Ah, nee. 100 Meter Hürden saufen. 110. Der Rhythmus ist ein bisschen doof und da ist was gefallen. Das Brett vom Kopf, es fiel zu Boden. Skandal. Ja, Winner ist Player One, das ist klar. Ich spiele auch alleine. Will ja eh keiner mit mir spielen. So, und jetzt dieser. Einmal rechts und jetzt müssen wir warten. Können nichts machen, außer warten. Das war nix.
Das ist 67,1. Ich muss eine Umdrehung weiter und das ist so unfassbar ätzend. So, es entscheidet sich also gleich, ob dieses Video richtig lang wird oder doch relativ kurz. Beim ersten Testen vor ein paar Wochen war es recht easy. Da ist das Fall. Das ist das erste Fall. Konzentration. Also die Disziplin ist wirklich doof. Also Verzögerung, Latenz und so weiter und so fort. Absolute Hölle. Das wird. Wie Cyanide immer sagen würde. Set 5. So, jetzt können wir auch wieder zu abwarten und nicht so viel drücken. Ihr sagt drücken, ja, aber nicht so viel rütteln. Laufen. Anlauf. Und kurz. Lang, lang, lang. Easy. Das ist jetzt eine Disziplin, die eine Weile dauern kann. Aber 2,35 kriegen wir mit Sicherheit hin. Okay, ich glaube, das war jetzt ein Fehler, das zu sagen, dass ich 2,35 auf jeden Fall hinkriege. Ich bin ja schon froh, dass ich den Hammerwurf Bim. Was habe ich gesagt? Das Problem ist, du hast jetzt nicht drei Versuche bei einer Höhe. Nein, du hast drei Versuche gesamt. Und wir müssen noch 1, 2, 3 Höhen machen. Und rüber. Gut. Ihr müsst aber einfach ganz kurz, weil der Zähler von 90 Grad rückwärts und danach immer schön mit Gefühl weiter diese Gradzahlen runter. 2,30. Nicht zu früh, nicht zu spät. Zu früh. Bim. Ah, das haben wir jetzt nicht was. Ne, ich mach das nachher nicht nochmal. Konzentration, Junge, kondensier dich mal. Das ist sehr gut, sehr gut. Jetzt noch einmal konzentrieren, dann haben wir einen Weltrekord, sind qualifiziert und haben die Runde hier durch. Zick. Komm, gib. Noch einmal, komm bitte einmal. Das sieht gut aus, das sieht... Und tschüss. Grad so. Ja, der Rest ist jetzt nur noch Bonus. Also, wir haben noch einen Versuch. Komm, packen wir 2,36. Noch ein zweites Mal die Melodie. Für den World Record. Und... Ah, zu früh. Ja, leider nicht. Aber egal. Auf normal, nicht auf easy. Ja, da sind wir schon. Oder? Am Ende angekommen. Liebe Leute, liebe Freunde, liebe Zuschauer, Zuhörer, Zuseher. Das war der Eisberg mit der kleinen Runde Track and Field Retro Let's Play auf dem Cefi. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Ich hatte wesentlich einen. Und in diesem Sinne sage ich... Ciao, ciao. Mau, mau. Man wittert sich.